Die erste Ninja-Schulmeisterschaft in Vorarlberg geht in Kooperation zwischen der Schulsportabteilung der Bildungsdirektion und der Sportunion im Mai in 3 Bezirken mit rund 1000 Teilnehmern über die Bühne. Bei der dritten Qualifikationsmöglichkeit in der Hofstreckshalle in Wolfurt nahmen rund 400 Kids aus 34 Schulklassen teil. Es ist für uns auch das erste Mal, dass wir diese Ninja Cups powered by Sportunion durchführen und dabei auch zum ersten Mal eine Kooperation mit dem Schulsport haben, mit dem Conny und mit dem Christoph. Und ich muss sagen, bis jetzt hat es ausgezeichnet geklappt. Sie haben uns da ein bisschen an die Schulen vernetzt und dann haben wir ein bisschen die Schullehrer angegangen und haben gesehen, was wir vorhaben. Und jetzt ist ein riesen cooles Event, das vorhaben mit über 74 Klassen und über 900 Teilnehmern, Schülerinnen und Schüler. Ebenfalls begeistert über die Art und Weise, wie die Mädchen und Jungs den Parcours meistern, war auch Sportunion-Projektleiterin Nike Jordan. Diese ganze Arbeit findet natürlich zusammen statt mit dem Schulsport Vorarlberg und auch mit der Mittelschule Wolfurt. Und genau in diesem Zusammenschluss kann man das auch schaffen, dass man so ein Event dann auf die Beine stellt. Man sieht schon auf den Rängen, auf der Tribüne, aber man merkt so auch in der Schule, was sie daraus gemacht haben. Jede einzelne Klasse von der Mittelschule Wolfurt ist dabei. Wir waren positiv überrascht und überwältigt und sind es auch immer noch, wie viele Anmeldungen wir bekommen haben. Dass Sport und Bewegung enorm wichtig ist, weiß auch der Direktor der Sportmittelschule Wolfurt, der sich enorm über die große Teilnehmerzahl freute. Wir haben über 400 Kinder heute in der Halle aus vielen anderen Schulen. Das ist für den Schulsport sehr hervorragend natürlich, wenn auf breiter Basis nicht im Sportbereich bei den Sportklassen, sondern auch bei den Regulärklassen Sport betrieben wird in dieser Form. Gerade in der heutigen Zeit mit Tablets, Digitalisierung, sehr viele Schulstunden, ja, finde ich die Bewegung sehr wichtig. Die tägliche Stunde sollte also für alle verpflichtend sein. Auch MS-Lehrer Nico Planger, selbst auch noch Trainer beim Ringer Bundesligisten Wolfurt, zeigt sich begeistert vom Ninja School Cup. Also die Bewegungen generell, es ist einfach sehr vielfältig. Es geht auf die Kraft, Ausdauer, auf die Balance und da ist einfach, das kann jeder Sportart brauchen, einfach verschiedene Sachen zu machen und für Kinder, speziell für die motorische Fähigkeit, super. Natürlich ist das für uns als Krafttraining denkbar und auch für die Schnelligkeit. Wir haben da schon Starter vom österreichischen Ringsport Kit bei Ninja Warrior und man sieht, ja, für uns, wir sind auch sehr vielseitig und haben überall unsere Kraft und Ausdauer und natürlich ist das auch positives Training für uns zwischendurch, auch als Alternativtraining. Vom Ninja-Fieber gepackt sind auch die teilnehmenden Mädchen und Burschen, die hoffen, sich für das Finale zu qualifizieren. So auch Johanna und Josef. Es ist gut gelaufen, es hat Spaß gemacht, aber es war ein bisschen anstrengend, weil man viel rennen hat müssen. Es ist ganz gut gelaufen, der Parcours war eigentlich einfacher, als ich gedacht hätte. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Für viel Begeisterung bei den Schülerinnen und Schülern sorgt der Ninja Warrior-Teilnehmer Patrick Walder, der beim Schulcup in Wolfurt sein Können präsentierte. Es fördert definitiv die Bewegung, das finde ich beim Ninja-Sport auch so cool, weil du brauchst im Prinzip den ganzen Körper. Der ganze Körper wird beansprucht, Oberkörper sowie Unterkörper und somit ist es eine super Grundlage eigentlich, oder, für den Sport, für die Kinder gerade zum Aufwachsen, weil sie entwickeln sich körperlich nämlich auch ganz gut weiter durch den Ninja-Sport. Also ich habe schon ein paar Kinder gesehen, die sind ein richtig, richtig Talent für den Ninja-Warrior-Sport und ich finde, es ist eine mega Entwicklung für die Kinder, gerade der sportliche Aspekt. Oder? Man wächst als Kind auch noch, gerade wenn man früher anfängt mit dem Parcours, grad, dann ist es ein Wahnsinn, was du da eigentlich rausreißen kannst. Und da habe ich schon echt einige Talente gesehen. Beim Ninja School Cup der Schulsportabteilung mit Kooperationspartner Sportunion wurde der Trendsportart garantiert Rechnung getragen. Und alle freuen sich bereits auf das große Finale am 17.05. in Feldkirch.